Let's Play 45. Das 45-Minuten-Projekt. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde der norwegischen Tanzmusik. Wir befinden uns bei einem neuen Let's Play 45, dem 8. um genau zu sein. Und wir wollen uns heute mal einen kleinen Überblick über das Thema Doom 2016, den Reboot, verschaffen. Es ist noch viel passiert, also noch nicht viel passiert. Ein paar Cutscenes habe ich ausgelassen, wie immer. Aber ihr habt nicht viel verpasst. Mal schauen. Von der Grafik her, man sieht es, denke ich, ganz gut. Es ist absolut flüssig. Und auch wenn es nachher möglicherweise ein oder zwei Monster gibt, die dort erscheinen könnten, wird es sich daran nichts ändern. Ich glaube, hier muss ich mir die Waffe graschen. Jo, sieht gut aus. Wollen wir uns den Codex-Eintrag mal anschauen? Machen wir. Eine Kampfschrotflinte. Dekodierter Eintrag 001 bis 003. Wurde noch nichts damit umgenietet. Das wird sich ändern. Oh oh. Oh oh. Ah. Du mich auch. Das hier nennt sich Glory Kills. Wundert mich, dass die Jugendschützer sich da nie irgendwie dran gestört haben. Aber da das Spiel ganz normal freigegeben wurde und der Nachfolger übrigens auch, naja, werden sie es wohl für angemessen halten. Ja. Die Fässer explodieren und... Augenblick, da ist was. Oh oh. Da ist was. Braucht unbedingt Lebensenergie. Da ist was. Super. Schüsse haben wir auch. Hier können wir hochkrabbeln. Ah, da ist was. So, den machen wir weg. Der ist weg, hier ist auch noch einer. So, ich würde sagen, die halten nicht allzu viel aus. Hier sind auch noch welche. So, und weg ist er. Aber das ist nicht die Hauptattraktion dieses Raumes. Die Hauptattraktion befindet sich hier. Ich glaube, noch welche rum. Ja. Oh, kann ja doch ganz schön schnell sein. Nein. Jo, 7 Schuss. Ich glaube, ich sollte ein bisschen haushalten. Gleich Hölle kurz auftun. Entschuldigung. Und jetzt heißt es Rennen. Der Arena-Kampf beginnt. Und Platschi-Patschi. Hm? Wer gesagt? Hier ist ein bisschen Kondition. Weiß nicht, wo die Jungs sind, aber sie werden gleich da sein. Na, wo war der denn? Das war doch nicht alles, oder? Da ist doch was. Nö. Wo sind die denn? Ach, da ist einer. Oh. 64, 50. Ach, der hat mich von hinten angeschossen. Macht man ja nicht. So, haben wir noch einen? Ja. Ich bin echt verdammt schnell, die Dinger. Hier ist noch einer. Echt verdammt schnell, die Jungs. Das ist jetzt noch so ein aufgeladener Schuss von denen. So, irgendwas war hier noch. Hier Dämonenpräsenz gefährlich hoch. Abregelung abgeschlossen. Ah, da ist er. Was es hier nicht gibt, ist übrigens das übliche Nachladen. Ist die Munition alle, ist die Waffe leer. Okay. Dämonenpräsenz eliminiert. Abregelung aufgehoben. Und bei den Fässern muss man immer darauf achten, dass man wirklich nicht in der Nähe steht. Also hier zum Beispiel. Wir haben
einen ziemlich guten Radius. Das finde ich toll. Das war bei den anderen Spielen immer ein bisschen lächerlich. Das konnte man fast daneben stehen und es passierte nicht viel. Ach, hier war noch. Okay, da können wir wieder die normale Wumme nehmen. Die Schrotgewehr ist recht gut. Und der Rest ist, naja, so mäßig. Okidoki. Auch noch was. Er darf diesen Ort nicht verlassen. Aha. Er würde alles ruinieren. Ich befürchte, sie meinen uns. Es geht los. Ich bin bereit, die Verantwortung für die Ereignisse der letzten 24 Stunden zu übernehmen. Aber du musst wissen, dass unser Interesse an ihrer Welt ausschließlich aus dem Antrieb kam, der Menschheit eine bessere Zukunft bieten zu können. Natürlich ist jetzt alles außer Kontrolle geraten, ja. Aber ich war das Risiko wert, das versichere ich. Bethesda. It Software. Doom. Jo. Damit nochmal ein herzliches Willkommen auf dem Mars. Wir können ein Dossier aufrufen. Die Automap. Okay, also das muss man hier mal freischalten. Das ist die Map, ja. Was wir schon sehen können, ist, dass das Level, naja, das ist noch relativ übersichtlich, aber die Level, ich glaube 13 Stück sind es nur, sind unfassbar groß. Das erste ist noch ein bisschen klein, das sieht man ja noch. Aber auch das ist schon nicht zu verachten. Okay, weiter geht's. Juhu. Kommen wir irgendwo hin? Jo. Da kommen wir auch nicht hin. Ich denke... So, Hilfe alles nächste. Anlauf und rüber. Ja. Oh, gab's einen Fallschaden? Ich glaube gar nicht mal, ne? Na gut. Auch was Schönes. Und Munition. 20 Schuss haben wir. Mehr geht leider nicht rein in das Ding. Feuer. Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, Feuer ist nicht gut. Wir merken uns 130. Ne? Ah, oh, jetzt geht's runter. Oha. Man kann also ein bisschen drinnen bleiben in einem Feuer, aber sobald man das bisschen übertreibt, irgendwas höre ich hier gerade. Hier sind die Waffen, die man wählen kann. Das ist ja wahnsinnig viel. Und los geht's. Der Fight beginnt. Juhu. Ah, hier kommen neue. Auch kaputt. Oha. Was geht denn jetzt los? Och, das Schande. 63 geht hier einigermaßen gut ab. Oh Mann, 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 Mann. 93. Flüssigkowski. Erheblich stärker, als man es sonst denkt. Oder wie ist das? Da ist er. Zwei Schuss haben wir noch, ne? Jetzt heißt es Pistole nehmen. Aber hier ist noch ein bisschen was. 71, okay. Das war nicht vorbei. Und weg. Hier geht es auch nach oben. Ah, das macht ein schönes. 16%. Yeah. Ach, boah, das ist schon gekommen. Ja. Auch noch da. So. Oh, der hat da richtig guten Pumpel drin hier. Okay. Was kommt denn jetzt hier? Hier ist er weg. So, haben wir noch eine andere Wumme hier? Ja. 5, 13 Schuss. Brauchen wir auch. Oh, ich habe getroffen. Wo geht er hin? Der kommt schon gleich von hier. Und da. Alter, ist der schnell. Aber wir sind auch schnell. Hier oben ist noch ein Schild. Das ist ganz schön. Hier ist noch ein bisschen Munition. Irgendwo ist ja noch was. Boah. Ganz schön viel sogar. Wo sind die denn? Hör Geräusche.
Boah, da ging der Puls ja richtig nach oben eben, ne? Da ist auch nicht viel mit Sabbeln. Okay, aber erstmal, wir sammeln alles ein, was es gibt. Ich glaube, sonst sieht die Überlebenschance auch sehr gering aus. Aber ich denke, es war es hier schon. Vielleicht war das noch ein Wind, das wir hier hören. 20 Schuss haben wir. Es ist friedlich. Jo gut, also weitergehen wird es sicherlich hier. Hier haben wir noch ein bisschen Rüstung. 50 Max, okay. Schüsse, naja. Sei es drum. Boah. Ja, ich muss noch mal die Karte auf. Jetzt sind wir sozusagen im Hauptteil. Oh, da ging ja schon ganz schön ab eben. Mann. Ja, okay. Denke, wir werden jetzt, ja, weiß nicht, geradeaus, beziehungsweise geradeaus können wir noch nicht, weil uns der blaue Schlüssel fehlt. Aber den werden wir gleich bekommen. Ach, wie süß. Guck einer an. Da ist ein Püppchen. War der das die ganze Zeit? Glaube ich nicht. Gut, vielleicht war er das ja. Okay. Also, das Püppchen ist irgendwo... Wo war das hier? Wie kommt man da rauf? Ich weiß es nicht. Von hier jedenfalls nicht. Püppchen, das sind so kleine Sondersachen, die... ist immer schick, ist zu sammeln. Weiß jetzt so gerade nicht, wie man hier drauf kommen könnte. Karte hilft da jetzt auch nicht so wirklich. Aber vielleicht finden wir auf der anderen Seite einen Weg. Hier kann man ja durchgucken und... Hier kann man durchgucken. Seht ihr das, was ich sehe? Dieser Mann mit dem blauen Schein, möchte ich das mal nennen. Ich denke, es ist nicht ohne Grund, dass er diesen Schein hat. Oh ja. Das müsste hier sein, ne? Da vorne ist dieses... Hier ist das kleine Kuckloch, wo wir eben durchgeschaut haben. Und... Oh. Ah! Der Mann mit der, na sagen wir mal, türkisen Karte. Wie kommen wir jetzt dahin? Ja, oh. Geheimnis gefunden. Oh, wie süß. Miep, miep. Ja. Gut, jetzt kann man sagen, dass das völlig sinnlos und so weiter ist, aber... Ja. Ich finde nicht. Boink. Hallo. Ach so, Augenblick. Natürlich, wir müssen ja hier hinzu. Jetzt geht's zur blauen Tür. Und ich würde sagen, es geht zur nächsten Arena-Station. Was man dem Spiel so ein bisschen anlasten kann und vielleicht sogar muss, es hat einen sehr arena-artigen Charakter. Zombies kann man ganz gut verwenden, um, ich sag mal, sich Leben aufzufüllen und etc., aber da wir das jetzt momentan nicht müssen, können wir sie auch einfach wegballern. Hm. Was ist das denn? Habe ich da gerade eine Handgranate gesehen? Oh, ich habe auch herausgefunden, wie man sie abwirft. Das war doof, weil jetzt haben wir keine mehr. Aber da ist noch einer. 5%. Aber bei diesen ganzen Windgeräuschen und Geächze und Gestöhne, da weiß man gar nicht, ist da jetzt ein Viech? Oder stöhnt es einfach nur, weil der Wind so stöhnt? Also verwundet. Weg. Also ich höre das Ganze jetzt hier über Kopfhörer und ich meine, ein bisschen gruselig ist es schon, aber eigentlich, naja, ich würde sagen, es ist eher ein bisschen lustig als gruselig. Ach, da wird noch mehr. Weil die kann man mit der Pistole erledigen. Irgendwann hören die übrigens auf, so Geld
zu strahlen. Ah, der kommt wieder was anderes. Der ist schon wieder was anderes. Das ist ein anderes Kaliber. Hier ist noch ein bisschen Sprengmunition. Ich hab den nicht gesehen. Genauso aus. Kann's mal gehen. Also die Splatter-Effekte sind schon geil, ne? Oh, das ist auch nicht wichtig. Das ist wichtig. Gibt übrigens auch eine Nahkampfwaffe, das ist dieses hier. Können wir gleich mal ausprobieren, was sie so erreicht. Hm, das sieht gut aus. Lüb, lüb. Und ach, das war einer. Wenig Munition, okay, muss ich mir mal merken. Aber ich meine. Oha. Ach so, die spawnen doch einfach rein, die Jungs hier. Alles klar. Deswegen hat man sie auch nicht vorher sehen können, weil sie gar nicht da waren. Okay, gut. Munition, sehr schön. Wenn das hier eine Tür ist, wüsste ich nicht, wie sie aufgeht. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass hier noch ein bisschen was versteckt ist. Ja, gut. Kann ich mir vorstellen, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass da nichts drin ist. Aber letztlich brauchen wir auch nichts. Wir haben jetzt eigentlich alles da. Wo kamen wir von hier? Ne? Von hier und dann glaube ich von hier. Ah, ich will nicht sagen, dass alles gleich aussieht. Handgranate. Hier laden wir sie wieder auf. Also, naja, aufladen. Wo war das jetzt? Hier vielleicht, ne? Ja. Oh. So. Von hier kamen wir, glaube ich, möglicherweise. Also es sieht wirklich ein bisschen ähnlich auch aus, ne? Wo, ja. War ja nicht ein Zugang? Oder war der woanders? Ach, der war hier, ne? Ja. Also es sieht jetzt schon irgendwie ein bisschen ähnlich aus, ja. Aber es ist trotzdem toll gemacht. Also lediglich der Grusel-Effekt, der ist so ein bisschen weg. Ne? Ist eher so eine Comic-Szene, würde ich sagen. So eine Comic-Szenerie. Okay. Hier haben wir auch noch irgendwas. Ja. Kaputt. Oh, ich denke, die können wir uns auch mal. Oder. Also, wir halten fest, die Handgranate zeigt Wirkung. Allerdings haben wir nicht viel. Eine Handgranate und dann ist das Reservoir erschöpft. Na gut. Na gut. Hier ist noch ein bisschen Rüstung. Automap. Die Automap wurde gespeichert. Die Automap, das bedeutet, dass wir jetzt die gesamte Karte der Region, also des Levels, vor uns ausgebreitet haben. Ja, das ist ja doch. Da fehlt ja noch das ein oder andere. Von dort hinten kamen wir. Und ja, hier runter müssen wir. Also selbst das erste Level ist ganz schön groß schon. Schon ganz schön groß. Hier ist irgendwas, ne? Dieses Weiße. Okay. Das müsste hier gewesen sein. Ah. Was haben wir denn Schönes? Prätatorenanzug Verbesserungen. Im Reiter Prätatorenanzug kannst du deinen Anzug auf verschiedenste Weise verbessern. Investiere deine Prätatorenanzugmarken in verfügbare Verbesserungen,
sieh dir die Voraussetzungen für weitere freischaltbare Kategorien an. Wollen wir das mal machen? Wir haben Umweltwiderstand, wir haben Area Scanning Technologie. Nächste Verbesserung kostet einen. Ich schätze mal, wir haben einen. Könnten also Umweltwiderstand könnten wir schon mal investieren. Verbessere die Effektivität deiner Navigationssysteme. Pff, weiß nicht. Ausrüstungssystem. Verbessert die Kapazität. Ah, da brauchen wir auch zwei für, ne? Das können wir noch nicht, das können wir auch nicht. Also wenn wir noch so ein Ding haben, würde ich sagen, nehmen wir mal einen für das Ausrüstungssystem. Gut, sehr schön. Sehr schön. Ja, den Codex-Eintrag, den lassen wir jetzt mal. Hier waren wir schon. Ja, weiß ich nicht. Wo müssen wir jetzt hin? Hier? Oder was? Und hier kamen wir doch, ne? Hier müssen wir ja nicht hin. Ja. Doch. Wir müssen hier hin. Bum, 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 bum. Ja, puff. Ja, ich könnte jetzt sagen, hier waren wir schon. Stimmt auch. Ah, okay. Ich denke, machen wir mal eine Karte. Ich denke, wir werden hier rüber springen müssen. Oh, ja. Ja. Das war wohl nichts. Das war ja gar nichts. Das war ja nichts. Das war gar nichts. Nix, überhaupt nichts. Also ich muss mal ganz kurz pausieren. Ja, hallo, da bin ich wieder zurück. Ich wollte mal nachschauen, ob es hier die Möglichkeit eines Rennens gibt, einer Rennfunktion, einer Renntaste. Aber gibt es gar nicht. Also ich war einfach noch so doof zu springen. Also nochmal. Und ja, jetzt. Ah. Gut, okay. Weiß ich nicht. Waren wir hier schon? Waren wir hier schon? Hm? Nö, ich glaube nicht, ne? Oder doch? Hm. Naja gut, selbst wenn, haben wir nicht verpasst. Was ist das denn Schönes? Aufgeladene Salve, Explosionsschuss. Das könnte man machen. Mehr kann man nicht machen. Ja, ich denke, wir werden uns für die aufgeladene Salve entscheiden. Jo, machen wir. Das bedeutet, dass man mit der Zweitfeuertaste, also rechte Maustaste, jetzt, dann gehst du mal weg, einen, was für ein Schuss war das denn? Drei Schuss hintereinander abgeben kann. Nachteil ist natürlich, das kostet auch 3 Schuss. Ist hier schon wieder irgendwas? Ich höre doch was. Er ist weg. Na, wo ist er denn? Okay, das hat mir nicht viel gebracht. Ein bisschen mehr. Das bringt noch mehr. Und genauso. Ist da noch irgendwo einer? Ja. Da müssen wir schnell hinrennen. Schaffen wir das? Und doch, super. Okay, hat geklappt. Boah. Also wenn die Jungs hier mal in Action sind, dann ist hier aber auch Action. Fünf Schuss hätten wir noch. 13 Schuss.
medizinisch ist. Kamen wir von hier? Nee, denke nicht. Wenn wir von hier kamen, hätten wir jetzt keinen Speicherpunkt erreicht. Da sind schon Zigarette. Oh, die Glory Kills sind schon cool. Oh Mist, falsche Taste. Ist hier noch was Spannendes? Nein, hier ist nichts Spannendes mehr. Und wenn etwas Spannendes war, ist es gerade weg. Naja, ein ganzes Stück das nicht, ne? Die beiden sind auch weg. Waren? Nein, ich denke nicht. Das war einer. Boah. Und noch mehr, Jungs. Sag mal, wo kommt denn der her hier? Das war einer. 5% Lebensenergie. Oh, noch ein Geheimnis. Ja. Haben wir jetzt leider keine Zeit für. Waffenpunkt gehalten. Gut. 5% Lebensenergie. Das ist echt nicht wirklich nicht viel. Wo ist denn der? Kommen wir irgendwie raus aus der Nummer? 7 Schuss? Scheiße. Entschuldigung. Ja. Ja gut, das wollte ich jetzt mal zeigen, weil wir auch gerade beim Speicherpunkt gewesen sind und ja. Im Reiter Mission des Dossiers wird angezeigt, was auch immer. Glory Kills können aus verschiedenen Winkeln ausgeführt werden, auch von oben. Und wir drücken X, um weiterzumachen. Oh, wie peinlich war das denn? Noch ganz am Anfang von dem Spiel und jetzt schon tot. Naja. Hier war das, ne? Hier gab es die Munition. So, jetzt werde ich mich mal ein bisschen zurückziehen. Nachher im Spiel gibt es auch einen Doppelsprung, das ist... Oh, das ist gut. Das ist sehr hilfreich. Den haben wir aber noch nicht. So, ja. Der ist kaputt. Spawnen wir alle hin. 50% Lebensenergie. Ach Mensch, das geht so schnell runter. 40. Wie viel Schuss haben wir noch? 10 Schuss haben wir noch. Gut, 60 ist schon besser. Ich meine, diese Feuerbälle tun jetzt nicht so wirklich weh, aber... Mist. Also das wollte ich noch sagen. Glory Kills kann man ausführen, aber man muss sich beeilen. Wie man bei dem Spiel sich immer beeilen muss. Und ja, da kommt man dann auch gar nicht richtig zum Reden. Boing. Weg ist er. Okay. Da ist noch einer. Den hat mich aber getroffen. Na gut, jetzt habe ich ihn getroffen. Mal versuchen, mal an das Schild zu kommen. Und... Yeah. So, klappt ja. Ein bisschen erfolgreicher das Ganze hier. So, weg ist es. Da ist noch einer. Der lässt sich auch noch runterfallen. Der auch. Also, der ist auch nicht mehr. Der ist kaputt. Und noch mehr. Hier ist noch was. Matschepampe. 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 Was es übrigens nicht gibt, ist eine Renntaste. Bisschen schade eigentlich.
Sag mal, wie viel kommen denn hier noch? Sag mal, so unglaublich. Da ist auch einer, ja. Und die ballern hier auch gut. So, 86%, das ist ja schon mal besser als nix. Wenig Munition, ist klar, bei dem ganzen Geballer. Ist hier noch was Spannendes? Der ist schon weg. Der ist auch weg. Wie viel haben wir noch? 3. Also Munition fehlt mir gerade ein bisschen. No, ist hier vielleicht irgendwas? Oder waren wir hier schon? Hier waren wir schon, ne? Mann. Ah, da ist noch was. Ich sehe was. Mal erstmal hier rauf. Das müsste doch gehen, ne? Also, komm her. Ja, ganz schön. Und der ist auch weg. Boah! Also, meine Herren. Meine Herren. Ich spiele es übrigens nicht auf irgendeiner schweren Spielstufe. Das ist die ganz normale, wie nennt sie sich, Marine oder Standard-Spielstufe. Boah! Ganz schön schwer, das Ding. Jetzt komm mal ein bisschen anders. Boah. War das jetzt ein Beschuss? Hier ist was. Und hier ist vielleicht was drin. Oder so. Da ist da hinten was drin. Ja. Oh, das ist mal super. 75% Lebensenergie und Maximum an Schild. Das ist schon mal gar nicht schlecht, oder? Hier ist auch noch so ein kleines Fegelchen. Hm. 20% Schuss. Ach, wir haben noch die Handgranate. Die habe ich mal vergessen. Aber gut, bei dem Geballer eben weiß ich auch nicht, ob die dann viel geholfen hätte. Hier ist nichts, aber hier ist, also das hier, das sind Handgranaten. Ich glaube, 2 Stück sind in der Kiste. Da wir momentan nur eine aufnehmen können, können wir doch, ne? Ich gehe nochmal auf diese Reiter zurück. Waffenpunkte hatten wir schon, achso, aufgeladene Salve, ausgerüstet. Das machen wir später. Wir haben nur einen Punkt. Okay, mit einem Punkt können wir leider nichts verändern. Hallo! Willkommen bei der UAC. Jetzt seit 221 Tagen ohne Unfall. Toll. Was war's jetzt? Aber es ist ja schon bemerkenswert, ne? 221 Gott, Jahre ohne am 7. Tag. Unfälle. Wie weit aber wären wir schon ohne zu ruhen? Die UAC strebt überragende Leistungen. Daher gibt es die 7-Tage-Woche. So können Sie an der Seite Ihrer Kollegen Mensch, jeden Tag an toll. Etwas Großem arbeiten. Super. Hören wir nie auf, danach zu streben. Klasse. Scientology wäre froh, denke ich mal. Okidoki. Verlassen. Ich denke mal, wenn wir hier drauf drücken, dann ist das Level abgeschlossen. Oh, 2 von 3 Extras. Und Elitewachen und Felddrohnen haben wir auch gefunden. Ja. Speichern und beenden? Nö. Bisschen Zeit haben wir noch. Fortsetzen. Speichern und beenden. Befreit aus deinem Gefängnis, im Kampf mit dem Bösen, so beginnt der Kreislauf erneut. Um die Quelle der dämonischen Invasion zu finden, musst du zunächst den Kommunikationssatelliten in der Ressourcenoperationszentrale neu ausrichten. Och, das ist ja nichts Besonderes, das machen wir mal von Dienstag bis Donnerstag. 79, 87, 90, 94, Ladebildschirm, 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 weiter geht's. Kenne deinen Feind. Also das war, wie gesagt, gerade ein kurzes Level bei dem Spiel. Ich fand, das war schon wirklich nicht kurz.
Aber im Verhältnis zu den anderen Leveln ist Hallo, das extrem ich bin gut. Vega, die künstliche Intelligenz, die dem Mars zugewiesen wurde. Nach Analyse des Prätorenanzugs scheint es möglich, optionale Herausforderungen freizuschalten, durch deren Abschluss sie ihr Arsenal schneller ausbauen können. Ich habe ihrem Dossier einen entsprechenden Eintrag hinzugefügt. Mission. Wollen wir reingucken? Ich denke mal ja, ne? Wo waren denn die? Das Arsenal haben wir hier, Prätorenanzug, Kodex. Otto hatten wir eben schon hier, ne? Getötete Gegner 48. Können da noch nichts machen. Es sei denn, wir würden den Umweltwiderstand verbessern, aber das finde ich jetzt langweilig. Ja gut, das hier, das finde ich jetzt auch nicht so spannend. Tutorials, Waffen, Datenbank. Ach gut. Also man kann da auch ordentlich Zeit mit verbringen, mit diesen kleinen Mini-Bildschirmen und Minispielchen und was es da nicht alles gibt. Aber ich denke, spannender ist jetzt einfach mal das Spiel an sich zu zeigen. Und zu gucken, was passiert. Oh, der Bodyhub weg. Ja. Den nehmen wir mal so mit. Matschepampe. Wir kommen ein bisschen hinter einem her. Lebensenergie-Bällchen. Oh, schöne Kosten. 90. Naja, viel ist das ja nicht. Ich vermute mal, wir dürften hier gleich... Ah, ein Hammer. Das war jetzt ja... Sind echt verdammt schnell, Jungs. Aber ich denke, wir sind schneller. So, kann man so sagen, ne? Na, wieso kommen wir? Also den Geräuschen nach müssten hier ja zig von den Heinis rumlaufen. Haben wir hier schon, achso, von hier kommen wir, ne? Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Also gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir müssen hier drauf drücken. Hauptenergie offline. Sämtliche Zugänge sind außer Betrieb. Hallo. Gut, dann müssen wir doch noch irgendwo anders hin, bevor wir hier drauf drücken können. War das hier? Hier ist es auch nicht. Ich glaube nicht, dass wir hier runterspringen sollten müssten. Hauptenergie offline. Sämtliche Zugänge sind außer Betrieb. Hallo? Ich hab doch hier drauf gedrückt. Nochmal. Es passiert nichts. Energie niedrig. Wir müssen erstmal die. Ah, die Tür. Okay. Der ist weg. Der ist auch weg. Der dürfte auch weg sein. Das gucken wir uns gleich an. Und das nicht. Schüsse haben wir. Hier müssen wir gleich anschalten, ist klar. Oh, gut. Energie wieder. Bestätigt, bestätigt, Energie wiederhergestellt. Ach, das sieht schön aus. Der Mars. Und da ist ja auch die Satellitenanlage. Oh, geht los. Wie bitte? Das war nicht nett. Ja. Und das jetzt. Jetzt. Nochmal die große Karte. Ich zeig die nochmal. Also da... Oh Gott, das ist ja... Ne? Also da wird so ein bisschen die Größe. Oh, da hinten geht's auch noch weiter. Also das sind wirklich riesige Level. Man könnte fast sagen, ein so ein Level ist ein halbes ehemaliges Doom-Spiel. Also, die sind echt riesig, die Dinger. Das werden wir wohl nicht alle schaffen. Aber ein bisschen was können wir schaffen. Ich glaube an Ehrlichkeit. Vor allem. Oh, es ist gerade laut geworden. Ach, wir können ja doch krabbeln.
Ja, noch mehr. Meine Schwestern und Brüder, ihr dürft dankbar sein. Ihr werdet die Ersten sein. Ja, ihr werdet einen Sitz an ihrer Seite haben, genau wie ich einen haben werde. Wir werden Teil einer neuen Welt sein, die sich für uns erschafft. Und das jetzt. Hat geklappt? Ja, toll. Super. Boing. Mist. Der ist auch weg. Ich glaube an Ehrlichkeit. Vor allem jetzt. Ich werde gerade geschossen. Ja. Die sind ziemlich gemein, diese Fackelheinis. Ich renne jetzt einfach ein bisschen. Dämonenpräsenz gefährlich hoch. Ah, hier ist wieder ein Nest. Ah. Das bedeutet, erst wenn alle Dämonen vernichtet worden sind, und das wird einige sein, dann erst öffnet sich das Ding. Weg. Der ist weg. Wo ist er denn? Da ist er. Oh, der ist weg. ...62, das geht ja gerade noch mal. Ja, die haben sich ja gerade selbst ein bisschen mit umgebracht. Was? Oh nö, nicht schon wieder. Zum Speicherpunkt laden. So ein Mist. So ein Mist. Ja, aber auch das gehört dazu. Es ist nicht ganz einfach, in Doom am Leben zu bleiben. Ah, hier sind wir. Ach so, doch. Dämonenpräsenz gefährlich hoch. Ich glaube, man muss hier wirklich ein bisschen Gas geben und geht das alles hier. Ja, ah, ich denke, okay, also ohne Gas geben funktioniert das hier nicht. Ah. Und immer hübsch Gas geben. 76, 100. Immer hübsch im Laufen bleiben. Einzige Möglichkeit jetzt zu überleben. Hier waren wir. Ach, wir haben auch noch die schönen Handgranaten. Packen wir. So. Oh, der hat ein bisschen was. Ja, sehr schön. Hier ist auch noch was. Abregelung aufgehoben. Och, oh gut. Also das Geheimnis bei Doom 2016 scheint zu sein. Gib Gas. Was ist das denn? Das wollen wir uns mal anschauen, ne? Denke mal schon. Achso, das war der Codex einfach von was weiß ich. Oh, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, im Grunde kann man sagen, haben wir auch gerade eben die Kritik an Doom 2016 und übrigens auch Doom Eternal gesehen. Dieser Arena-Charakter, das heißt, dass immer Action ist und wenn man so, wie man, ich sag mal, so ein klassisches Doom spielt, so ein bisschen erkunden und so, das ist nicht gerade leicht hier. Ja. Muss man wissen. Kommen wir auch rüber? Ah ne, wir kommen wahrscheinlich nur durch diesen einen Raum. Und der Raum. Ah ne, gut. Das ist Quatsch. Das ist dieser Raum hier. Also. Die Halle. Hier ist Munition. 80% Lebensenergie. Ja, entschuldige. Ich wollte es jetzt gerade beenden, aber nein. Das geht nicht. Wollen Sie weiter erproben? Das geht nicht. Mehr werden, als Sie sich je erträumt haben. Die Kettensäge. Also, die Kettensäge gehört zu den Dingen, die Jugendschützer allgemein mit Freude erfüllen. Und mit denen jetzt gerade. Warum, weiß ich nicht. Aber es ist so, wenn ein Jugendschützer etwas von einer Kettensäge sieht, hört, wie auch immer, dann ist er gleich richtig lustig und froh. Und
gucken hier. Ah, ja. Und das jetzt hier? Oh, das ist auch schön. Also den Raum machen wir nochmal leer, ne? Das geht ja gar nicht hier. Das geht ja nicht. Was? Du, der war doch eben schon weg. Wie kommt der nochmal? 58% Lebensenergie, okay. Ist da noch einer? Ja. Den kriegen wir auch noch. Okidoki. Also bevor wir gehen, möchte ich aber noch einmal einen kleinen Forschungsbericht anmachen. Hübsch. Hier geht einer links. Hier geht hier links. Ah, da fehlt ein Schlüssel. Ja, liebe Leute, das sollte ein kurzer bis mittellanger Einblick sein in das Spiel Doom 2016. Und ihr merkt, es ist schwer, es ist nicht schwer. Ich weiß es nicht. Nee, ne? Ja, das mal als Abschluss jetzt. Glaubst du das nicht? Ja, hübscher Helm. Gut. Dieses. Ja. Das denke ich ist ein schöner Abschluss. Ja, wir sehen uns beim nächsten Let's Play 45. Euer Toms. Und jetzt folgen noch meine persönlichen Einstellungen für den oder das XM-Ape.